Und hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Alpha Saphir. Und jetzt, wir betreten Metaros City. Oh, ein Supermarkt. Und wen können wir wohl da treffen? Du hast es also bis nach Metaros City geschafft, einer wie? Wieso hochgucken? Wo gucken wir hin? Was für eine riesige Stadt. Kein Vergleich zu unserem verschlafenen Wurzelheim. Hast du gewusst, dass es hier eine Pokémon-Arena gibt, einer wie? Ja, mein Vater hat mir Bescheid gesagt. Das steht natürlich ganz oben auf meiner Liste, aber zuerst fange ich mir noch ein paar Pokémon. Bis später. Okay. Was hast du zu sagen? Der alte Seefahrer Mr. Buck lebt in einer Hütte am Meer. Er geht sehr oft zur Metaflur-Tunnel spazieren. So, ich setze mich mal zu dir. So. Ich kann nicht mit dir reden, wenn ich... Jedes Pokémon verfügt über eine spezielle Kraft, die Fähigkeit genannt wird. Pokémon sind schon seltsame Geschöpfe. Egal wie viele Jahre man mit ihnen verbringt, man lernt jeden Tag etwas Neues über sie. Aha. So ist das also. Oh, jeden Tag wird es schwerer. Was so schwer ist, fragst du? Das ist doch wohl ganz klar. Zu entscheiden, was ich jeden Tag kochen soll, natürlich. Ist gar nicht so einfach, jeden Tag eine andere Mahlzeit auf den Tisch zu zaubern. Jede Menge Pokémon-Objekte. Ah, natürlich. Stalking? Der Prime ist leer. Schade. Wir wissen ja, Stalking, man durchsucht immer den Müll. Klang gerade komisch. Was habt ihr mir zu erzählen? Wenn ein Pokémon Erfahrung im Kampf sammelt, kann es vorkommen, dass es irgendwann sein Aussehen verändert. Ein Pokémon verändert sein Aussehen? Wenn das plötzlich passieren würde, würde ich mich zu Tode erschrecken. Viele Häuser. Ein Knilz! Komm schon. Jetzt. Knilz. Such Level 1. Gut. Ich verstehe das nicht. Also wie kommt man darauf, seinem Knilz den Spitznamen Pikachu zu geben? Aber naja, Geschmäcker sind halt verschieden. Am Ende zählt doch nur, ob man selbst mit der Namenswahl zufrieden ist. Stimmt genau. Wenn man einem Pokémon schon einen Spitznamen gibt, dann muss er auch perfekt zu ihm passen. Da ist dann Originalität gefragt. Ja, ich denke mal, Bollwerk hat bisher seinem Namen alle Ehre gemacht. Nein, ich kann dem Sitzen nicht reden. Benutzt du den Suchmodus des Pokédex-Nast? Ich habe gehört, wenn man mehrmals der gleichen Art Pokémon begegnet, wird der Suchmodus präziser. Und dann kann man damit auch seltenere Pokémon aufspielen. So findet man angeblich Pokémon, die ungewöhnliche Attacken kennen oder seltene Fähigkeiten besitzen. Okay, das hat man mir schon mal gesagt, jetzt sollte ich aber richtig wissen. Warum muss ich immer noch ein Zimmer mit meinem blöden Bruder teilen? Aus dem Alter bin ich langsam echt raus. Ihr habt nur zwei Zimmer. Mein Papst hat jetzt echt jede Menge um die Ohren. Nicht nur, dass er zwei Zimmer muss, nein, er baut auch noch ein Haus für uns. Das ist das allergrößte Vorbild. Also wie gesagt, ich muss ein bisschen mehr jagen und die halt trotzdem fertig machen. Sein Haus dazu schmeißen hält echt auf Trab. Kaum hat man angefangen, ist der Tag schon rum. Tja. Manchmal denke ich ernsthaft darüber nach, einen Pokémon-Haushaltshilfe einzustellen. Fangen wir doch eine. Die kosten nichts. Außer der Pokéball halt. So, wow, du hast ja Pokémon dabei. Wenn ich mal erwachsen bin, gehe ich auch noch oft mit dem Pokémon aus dem Haus. Die herrliche Dorn versperren den Weg. Haus des Zerschneiders. Welche Attacke bringt der wohl einem bei? So, jetzt. Es ist nicht so offensichtlich. Ich tippe, er bringt mir Fliegen bei.
Ihm ist die VM zur Schneider ausgegangen und er hat sich vor dem Fliegen von dem Fliegertyp ausgeliehen. Der Mann von nebenan hat mir eine VM gegeben. Ich habe meinen Pokémon beigebracht, damit Dornbüsche zu schneiden. Ich habe gehört, Pokémon Center, dass wir 10 Jahren noch zweistöckig waren. So dass du mir den sogenannten Pokémon Kabelclub gegeben hat. Oha, hat man dir schon mal gesagt, dass du eine Ausstrahlung wie ein Schnösel hast? Nö. Oh, verstehe. Wie würdest du dich dann selbst beschreiben? Experte, Ninja-Junge, Pokémon-Züchter. Ah, Pokémon-Züchter. Ah, ein Pokémon-Züchter, also jetzt, wo du es sagst, stimmt. Das ist wahrscheinlich die PSS-Einstellung. Bei Pokémon hat er ein fröhliches. So, da wir uns durch Dornbüsche gerade schlagen. Dieser entschlossene Blick, diese geschmeidigen Bewegungen. Dieses gut trainierte Pokémon-Team. Du bist ganz klar ein talentierter Trainer. Nein, warte, sag jetzt nichts. Ich brauche dich nur anzuschauen. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser VM sehr gut umgehen wirst. Kein Grund, bescheiden zu sein. Yay, VM Zerschneider. Ein Pokémon, das dieser Tag erlernt hat, kann mit Dornenbüsche zerschneiden. Vorausgesetzt, dein Trainer besitzt bereits den Steinorden. VM-Attacken können außerdem auch außerhalb eines Kampfes eingesetzt werden. Mein Papa hat dabei geholfen, Meadow City zu vergrößern, indem er sein Pokémon mit Zerschneider alle Bäume in dieser Gegend fällen ließ. Greenpeace wäre nicht erfreut. So, oder Green Pokémon, gibt's es? Oh, wen haben wir denn hier? Ein neues Gesicht in dieser Gegend. Bist du gerade in die Trainerschule gekommen? Was steht hier? Pokémon Trainerschule, wir bringen euch alles über Pokémon bei. Die Pokémon Trainerschule. Wenn ich in diese Schule gehe, werde ich dann später Zelten der Pokémon fangen können? Nein. Dann gehen wir erstmal hier rein. Die Arena-Leiterin Felicia weiß wirklich eine Menge über Pokémon und sie ist sehr stark. Die Trainerschule ist hervorragend. Wenn du dich dort anstrengst, kannst du später sogar Arena-Leiter werden. Arena-Leiter. So, warum siehst du mich so komisch an? Ich bin Rektor dieser Schule. Als Beweis werde ich dich an meinem schier unendlichen Wissen teilhaben lassen. Ich könnte dir zum Beispiel die vielen Orden erklären, die man in der Höhenregion erhalten kann. Jo. Steinorden. Wenn du Besitzer des Steinorden bist, gehorchen dir alle Pokémon bis Level 20. Über welchen Orden willst du dich schlau machen? Der weiß also nicht viel. Wie öde, wie gemein. Wenn du es dir anders überlegst, sag Bescheid. Pokémon können zwar Items tragen, aber sie wissen nichts, was sie mit von Menschen gemachten Items wie Trangogengift machen sollen. Ich tausche gerade mit meinem Freund hier Pokémon. Das machen die über so ein kleines Gerät. Halt sich selbst. Die Schule ist aber schlecht besucht. Ja, Pokémon verwirren, das habe ich schon gehabt. Schüler, die nicht aufpassen, bekommen meine Flinkklaue zu spüren. Wie du dieses Item einsetzt, zeigt, ob du ein guter Schüler bist oder nicht. Flinkklaue. Steigert manchmal seine greift vor dem Gegner an. Es gibt noch viele andere Items. Man kann also viel lernen. Tja, damit haben wir unser erstes Item und... Es ist wohl nicht zu viel verraten, wenn ich sage, die kriegt er. Weil in der ersten Arena, wird das mehr oder weniger die einzige Waffe sein, die ich brauchen kann. Oder wird, ja, er. Er ist die Waffe, die ich brauchen werde. So, habe ich jetzt eigentlich meine Pokémon geheilt? Ja? Ja, gut. Beute?
Was wollte ich noch machen? Keins kann Zerschneider lernen. Moment, ich hätte gedacht, das wenigstens Vogel. Ja, ich kann. Achso, das kann ich erst, wenn ich den Orden habe. Super. Ja, ich habe die Arena leider herausgefordert, aber es ist nicht einfach, mit meinen Feuer-Pokémon zu gewinnen. Feuer-Pokémon haben einen guten Stand. Haben keinen guten Stand gegenüber Gestein. Pokémon, die man per Tausch erhalten hat, steigen schneller auf. Ja, das wissen wir. Und was ist hier drin? Ah, das sieht irgendwie größer aus. Eneko. Yeah. Gut, hier wohnen die Angestellten von Devoncorp. Mein Vater hat eine hohe Stellung bei Devon. Er ist sozusagen ein Ass-Angestellter. Deswegen bin ich natürlich ein Ass-Trainer. Ich schenke dir etwas, was so starke Trainer wie ich benutzen. Leichtstein. Wenn du Leichtstein zum Tragen gibst, halbiert sich sein Gewicht. Ja, vermutlich wirst du noch einige Zeit brauchen, bis du ihn richtig einsetzen kannst oder bis ich ein Pokémon finde, das bei dem es was bringt. Vor langer Zeit war Devon eine kleine, überschaubare Firma. Mein Papa arbeitet für die Kooperation. Den hier hat mein Papa gemacht. Ich kann damit aber nichts anfangen, deswegen schenke ich ihn dir. Oh, Premium-Ball. Ha, lohnt sich doch irgendwie mit den Leuten zu sprechen. Das hatte ich in X und Y völlig aufgegeben. Beziehungsweise ich hatte es nicht so durchgesetzt. Wenn ich nicht alles täusche, sammelt der Sohn des Präsidenten auch seltene Steine. Der Präsident sammelt leidenschaftlich gerne seltene Steine. Aha. Okay. Leichtstein ist nicht unbedingt... Oh, da ist jemand anders. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit habe ich plötzlich stark zugenommen. Ist das eine Anspielung auf den Leichtstein? Also vorhin war es ja so ein Ass-Typ und jetzt ist es ein Wanderer. Eine kleine Einspielung, dass Items auch bei Menschen wirken. Das finde ich ja sehr lustig. Devon Corporation. Alles, was man zum Leben braucht, wir stellen es her. So, was sagt dann der Ass-Trainer? Hast du schon die Arena-Leiterin herausgefordert? Wenn man den glänzenden Arena-Lord in der Hand hält, wird einem bewusst, was es heißt, ein Trainer zu sein. An verschiedenen Orten gibt es verschiedene Pokémon und natürlich auch verschiedene Menschen. Ich finde das faszinierend, deshalb besuche ich auf meinen Reisen auch ganz verschiedene Orte. Gibt es einen Pokémon? Gibst du deinen Pokémon-Spitznamen? Ich habe meinen einen coolen Namen gegeben. Aber immer wenn ich jetzt laut beim Namen rufe, kugeln sich die Leute vor Lachen. Hättest du trotzdem Lust, einen Bummelt aus deiner Sammlung gegen meinen Makuhita zu tauschen? Nee, ich habe keinen Bummelt. Schade. Ich frag mich, welchen Spitznamen die dem gegeben haben. Hä? Was steht da? Tunnel zur Abkürzung steht kurz vor Fertigstellung. Steht auf dem Schild, aber der Text wurde mit roter Farbe durchgestrichen. Route 116. Und Route 115. Ich denke, auf beiden werde ich nicht weiterkommen, aber versuchen wir uns mal in der Arena. Oh, guten Tag! Du bist ein neuer Herausforderer, stimmt's? Ich bin die Arena-Leiterin von Metaross City. Mein Name ist Felicia. Ich bin Arena-Leiterin geworden, um das Wissen, das ich mir in der Trainerschule angeeignet habe, in der Praxis anwenden zu können. Wenn du mich in einem Pokémon-Kampf besiegst, übergebe ich dir einen Orden als Beweis deiner Stärke. Also fordere mich heraus. Ich freue mich schon auf unseren Kampf. Bis dahin.
Ja, ich habe ein Problem. Ich habe ein Schwalbini, das bringt mir hier gar nichts. Hi, wie geht's? Das kommt zwar etwas plötzlich, aber würdest du nicht gern Champ werden? Ich bin zwar selber kein Trainer, aber ich kann dir trotzdem nützliche Ratschläge geben. Also abgemacht. Wir werden dich zum Champ machen. Als Trainer ist es dein Ziel, die Omni Arena zu sammeln, habe ich recht? Aber die Arena-Leiter sind nicht gerade einfach zu besiegen. Und hier komme ich ins Spiel. Ich werde dir Tipps geben. Felicia ist die Arena-Leiterin hier. Und setzt Gesteins-Pokémon ein. Mein Handy? Ach ja, ach, Fußball beginnt. Gesteins-Pokémon sind sehr zäh und haben aber gegen Wasser- und Pflanzenattacken keine Chance. Komm wieder, wenn du die Arena-Leiterin besiegt hast. Hals und Beinbruch. Der wünscht mir Hals- und Beinbruch. Was ist das für ein böser Kerl? So. Okay. Gucken wir mal. Ah. Das können wir alles nicht angucken. So, dann machen wir mal ein paar von den Leuten fertig. Vogel brauche ich gar nicht erst nach vorne setzen. Ich könnte Taunt ein bisschen trainieren, weil der doch Wasser ist. Also, das könnte mir einem helfen, wenn der Ackerknarre kann oder Blubber. Mal erstmal sehen, welches Level die haben. Na, das geht ja noch. Trotzdem muss ich dich auswechseln. Aber Zelda kann dann noch mitkämpfen. Ich glaube nicht, dass. Ich kenne jetzt keinen Unlichtstein-Pokémon. So. Klingklaue! Das erste Mal eingesetzt und schon wirkt. Robustheit. Ah. Keine Sorge, den können wir auch wegtackeln. Das ist zwar nicht sehr effektiv, aber das ist mir egal, weil. Ja. Taunt erreicht Level 7. Gaston wird als nächstes Kleinstein in den einsetzen. Ich glaube, Zelda kann da was reißen. Ich muss nur gucken, dass sie da etwas macht. Die Konfusion wird das schon richtig. Okay, versuch's nochmal mit der Konfusion. Vielleicht setzt er ja irgendeine andere Attacke ein. Die Einigung. Komm, den besiegst du. Ich seh's doch. Ja. Gut. Yay, 115 Erfahrungspunkte. Warum haben die anderen vorhin jeweils. Ich glaube, die haben nur 60 erhalten. Ich habe gedacht, die hätten 90 erhalten. So. Die wahre Stärke der Pokémon vom Typ Gestein kennst du ja noch gar nicht. Okay, man kann alle umlaufen, wie ich gerade sehe. Halt, was mache ich? Ich sollte nur vor der Felicia, sollte ich nochmal zurückgehen. Beziehungsweise. Ja, hier. Da eben mein Team sich auf ein Pokémon hier beschränkt, werde ich wohl nicht auf irgendwelche anderen wechseln müssen. Und es wäre toll, wenn der hier irgendwas lernt, um sich auch zu verteidigen.
So, den Kampf jetzt noch. Das dürfte ja nicht zu lang dauern. Schließlich haben wir den Typenvorteil und die Flinkklaue. So. Eigentlich müsste die Attacke Pfund heißen. So. Haben wir ihn vernichtet. Mit einem Volltreffer. Ja, einem Volltreffer, ja. Stufe 13. So, das ist eigentlich perfekt zum Abbruch der Folge. Dann kann ich nämlich sogar kurz ins Pokémon Center gehen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es heißt... Oh, Leuchthöhle, ein Leuchtstein. Aber ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir weiter unser Unwesen in dieser Arena treiben. Bis dahin, auf Wiedersehen.